Oh Mann, ey. Was ist das für ein Abend, ey? Ein lustiger. Das ist kein Endsmash-freundlicher Abend. Das schon lange nicht. Müsste doch nicht alle abhauen. Glaube, die Leute haben Wow. Messe nur noch zu sechs. Irgendwann tragen wir das nur noch unter uns aus. Da werde ich wenigstens nicht gemario-kartet. Dann rechne ich damit, dass mir die Items geklaut werden. Ich mag die Strecke nicht. Ne? Ich weiß nicht wieso, wahrscheinlich einfach nur von der Optik her. Die gefällt mir einfach nicht. Mir auch nicht so. Autsch. Da finde ich den Disco-Dom wesentlich besser. Da kam überhaupt nicht grüne Schelle. Ach, und das ist gespiegelt. Juhu. Oder? Nee. Doch, ist Doch, gespiegelt. doch, doch, gespiegelt. Ich bin gespannt, was sie sich halt für neue Strecken einfallen lassen im nächsten Mario Kart. Wir hatten ja jetzt schon so gut wie alles. Ich will im Mario Kart 9 Spiegel 200. 300. 300. Nein, 9000. So, dass wir bei Excitebike rausfliegen nach oben. Genau. Ah, Scheiße. Oh, sorry. Ja, hab dich nicht mehr gesehen. Wie denn auch? Oh Ich kann. Gott. Ich hab mich von hinten an dich rangeschlichen. Bist extra langsam gefahren. Ja. Jake, ich hab was für dich. Warte, ich hab was für Scheiße, dich. er hat mein Geschenk nicht angenommen. Ein roter Panzer ist einfach an mir vorbeigefahren. Sehr gut. Warum? Warum, ey? Wieso, weshalb, warum? Ben, ich frag das Dumtendo. Wow. Wenn ich frag, bleibt Dumtendo. Nee, wer nicht fragt, ist Dumtendo. Der fragt einfach nicht. Also. Danke für den blauen Panzer, ey. Ich bin Erster. Geiler Shit. Ach, schade, wenn ich einen Jack noch bis näher Viel gekommen von wäre, hätte ich den dir. zweiten Platz noch versauen können. Ich hätte noch eine Tröte gehabt. Boah, die Strecke ist aber wirklich so kacke. Ich bin so oft aus der Kurve geflogen. Kamen die im 3DS-Ableger, kamen die das erste Mal Ja, vor, in oder? Mario Kart 7 kamen die vor, ja. Da mochte ich sie auch schon nicht. Ich habe das so selten gespielt, Mario Kart 7 irgendwie. Ich habe es schon Auch ewig nicht. nicht mehr gespielt. Der Online-Modus in Mario Kart 7 ist aber auch kacke. Finde Überhaupt ich. noch. Der müsste noch gehen, ja. Aber ich fand die Rainbow Road dort ziemlich genial. Das war die mit dem Mond, oder? Mit Wo dem man kurz. Mond und ja, mit dieser Tunnel, wo sich gedreht hat und steile Kurve. Halt elendig lang her, dass ich das mal gespielt habe. Die würde ich gerne Mario Kart 9 wiedersehen. Das war eine richtig geile Strecke. Ach, da wird Rainbow Road hier Super Mario Kart wieder vorkommen. Nur zum Definitiv. 10.000. Mal. Ja, also. Oh, die Mondblickstraße, die war cool in Mario Kart Wii. Jetzt auf einmal? Ja. Oder war Ja. es nur Rüdiger, der sich darüber beschwert hat? Ich glaube, es war nur Rüdiger. Ich mochte die eigentlich. Ich mochte die auch. Die war richtig cool. Rüdiger war derjenige mit dem Pech. Legendäres Pech auf jeder Genau. Strecke. Nur immer plus so und so viel. Wow. Wow. Ich hatte zum Glück noch einen Pilz, um wieder schnell anzufahren.
Ja, genau, mich würde einfach mal interessieren, welche Strecken würdet ihr gerne mal im nächsten... Was? Welches? Also auf jeden Fall die Mondblickstraße und die Rainbow Road. Was? Welche Strecken würden wir im nächsten Mario Kart gerne sehen, hat er gefragt. Also aus den alten Strecken. Muss ich jetzt überlegen. Das Wario Colosseum aus Double Dash. Oder das Wario Stadium aus Double Dash. Nicht Double Dash, N64. Das sind beides so coole Strecken, vor allem auf das Colosseum warte ich immer noch so. So eine geile Strecke. Ich finde vor allem bei Mario Kart 8 hätte man so viel machen können, diese Antigravitation. Bleib weg! Ja, okay, jetzt weißt du mal, wie das ist. Ja, wo gewinnen wir um? Japan. Hätte ich vorhin gebraucht? Mir fällt gerade ernsthaft keine Strecke ein, die ich wiedersehen will. Ja, auch nicht. Ich müsste die Strecken alle noch mal so sehen. Ich glaube, ihr würdet mich dafür hassen, wenn ich sage, ich würde gerne die Rainbow Road aus Mario... Aus Mari? Mario Kart Wii. Ja, die ist... Nee, die brauche ich nicht wirklich. Ich find die geil, die war cool. Ich mag die einfach nicht. Ich fand sie cool. Doch, mir fällt gerade eine ein, und zwar hier ebenfalls das Double Dash, diese eine Toads Stadt da, oder wie die heißt, wo man diese ganz vielen verwinkelten Wege fahren kann. Ach so, du meinst Toad City. Genau, Toad City. Ja, die war auch nicht schlecht, ja. Oder die Bowser-Strecke aus Double Dash. Ziemlich viele Double Dash-Strecken. Und die Bowser-Strecke dort fand ich auch ziemlich nice. War die nicht schon im 7er remaked? Ich glaube ja, aber wie gesagt, 7er habe ich jetzt intensiv gespielt. Oder aus Super Circuit, da fände ich dann noch diese Wolkenstrecke cool. Ah ja, ich weiß, welche du meinst. Hätte auch was. Ansonsten... Müsste ich mir halt viele Strecken nochmal so ansehen, damit ich sagen kann, yo, das hätte... Aber viele der Strecken, die ich cool finde, die gibt es halt schon als Remake. Oder sagen wir mal so, welche Strecke aus Mario Kart 8 würden wir in Mario Kart... Aus Mario Kart 8, welche würde ich denn da wiedersehen wollen? Mario Abfahrt. Ja, definitiv Mario Abfahrt. Was kann ich nur mit Feuerblumen, Dingen, Burns? Das Mario Kart Stadion. Das würde ich auch gern wieder haben wollen. Das ist die erste Strecke in dem Spiel, die ist so geil. Es hat noch kein anderes Mario Kart so. Passt aber auch alles, die Atmosphäre, der Streckenverlauf, die Musik. Oder Bowser's Schloss finde ich auch interessant. Aus jetzt hier dem Achter. Ja. Ja, die ist auch gut. Generell viele Bowser-Strecken finde ich einfach geil. Ich weiß nicht, allgemein Bowser und Wario haben irgendwie die Strecken, finde ich. Oh, ich habe dich noch überholt.
Wobei beim 7er fand ich die Wario-Strecken in diesem Versuch, die mochte ich überhaupt nicht. Ansonsten. Vielleicht Strecken inspiriert aus anderen Spielen, wie halt Splatoon oder Zelda. Dass man da noch mehr bekommt im nächsten. Meinst du was wie die F-Zero-Strecken zum Beispiel? Ja, oder halt wie halt inspiriert aus Zelda oder Splatoon, was eigentlich so normal kein Rennspiel ist. Hm. Fände ich interessant. Können wir da nehmen, also klar, auf jeden Fall Splatoon. Da hätte ich mir sowieso fürs 8er schon gerne das Platoon-Strecke gewünscht. Ansonsten wusste ich nicht. Eine Pikmin-Strecke. So eine riesige Welt, wo du durchs Gras fährst oder durch einen Baumstamm oder so. Da Strecke, den musst du abweichen. So ähnlich wie der Herbstwald im Wii-Teil, oder? Zum Beispiel, ja genau, der Herbstwald, den würde ich auch gerne wiedersehen. Ja, den hatten wir im 7er schon, der wird wahrscheinlich nicht nochmal kommen. Na, ja. Aber so eine Pikmin-Strecke, die hätte was. Da könnte man auch viel machen, allein wegen diesen... Oder was ich saugeil fände, wäre wie bei... Oh scheiße, jetzt habe ich Chaos versehentlich abgeschmissen. Das Spiel kenne ich nicht. Nein, nein, hier wie bei Smash Bros. So eine Mario Maker Strecke, die sich selbst zusammenbaut. Oder sagen wir, jede Runde irgendwie anders ist? Ja, genau, wo sich urplötzlich eventuell Wege auftun und in der nächsten Runde verschwinden und man plötzlich woanders langfahren muss. Das hätte so eine Strecke, die sich selbst makert. Das hätte was. Mhm. Und die jedes Mal wirklich zufällig ist, die nie zweimal gleich sein kann. Sagen wir mal so, es gibt mehrere Optionen und für jedes Rennen wird dann da... Weil ich glaube, jedes Mal random wirklich neu generieren, das wäre ein bisschen zu viel verlangt. Aber sowas hätte halt schon was. Mhm. Oder so eine Star Fox-Strecke, so durch Corneria City. Mhm, zum Beispiel. Und dann am Himmel so plötzlich Owens vorbeifliegen oder so. Oder dir über den Kopf entgegenfliegen. Wow! Alter Scheiße! Bin ich durch die Gegend gepfeffert worden. Das hätte ich gern gesehen. Ich glaube, das Rennen speichere ich mal ab, ey. Und dann nehme ich die Stelle mal auf und schicke sie Chaos. Okay. Weil das war heftig, wie es mich da durch die Gegend gefeuert hat. Nein, ich hab's nicht hingekriegt, da zu speichern. Ach. Was mir gerade einfällt, in diesen ganzen Strecken aus anderen Nintendo-Spielen inspiriert, das würde dann in die Richtung gehen. Von der Idee her, wie ich sie schon mal genannt hatte, dieses nicht Mario Kart, sondern Nintendo Kart. Ja, warum nicht? Wenn sie ja mittlerweile auch Charaktere aus verschiedenen Franchises nehmen, dann sollten sie das mittlerweile auch mal nach Mario Nintendo Kart umbenennen. Ich finde, es sollte schon bei Mario Kart bleiben. Es können auch ruhig noch ein paar Charaktere aus anderen Spielen kommen, aber es sollten hauptsächlich Mario Charaktere sein. Vielleicht so als Untertitel für das Mario Kart irgendwas mit, was weiß ich, All-Stars zum Beispiel. Mario Kart All-Stars, das wäre ein cooler Titel. Dann noch zusätzlich mit Fox oder Samus als Charaktere. Und die Karts von Fox und Samus sehen dann halt aus wie ihre Raumschiffe. So wie es halt beim Blue Falcon ist. Nur halt unten dann noch ein paar Rädchen dran. Wir haben einen Typen im Raum, der heißt Mannes, und ich hoffe, er nutzt nicht seine Manneskraft gegen uns. Ich bin explodiert. Shit. Hast du wieder zugeladen? Jop. Geh mal weg mit dem grünen Panzer!
hier, hat sie ge... Wow. Sag doch bitte mal, was? Ich hab mit dem Check. Hallo Keanu. Hä? Du bist doch der mit den Pilzen gewesen, oder? Ja, bist du. Ich bin nicht mal ansatzweise in deiner Nähe. Ich bin knapp hinter dir. Jetzt hab ich dich überholt. Und jetzt bin ich runtergefallen. Oh, wir fallen zu dritt. Sehr gut. Wir halten zusammen. Jetzt muss ich an den Liedtext von MFG, von Fanta 4 denken, denn wir halten zusammen, wir gehen drauf und so weiter. Ich kenne den Text jetzt nicht original, aber irgendwie so geht der, glaube ich. Ich hab grad Fickfeld verstanden. Ja, Alter, ich werd hier wieder so Mario Kart. Ja. Jetzt bist du schon wieder da hinten, ey. Ich hab noch Zeit, ich muss nach vorne kommen. Nein, voll in die Bombe rein, ey. Das war Bombe. Jetzt lass mich mit den Ratten in Ruhe. Boah, jetzt habe ich natürlich keine Items bekommen, ey, die blöden Wichsfrösche. Nein! Oh. Nein! Natürlich! Und noch sechster, Alter, ey. Katastrophe. Also, ich hatte so. Einer von euch eine Feuerblume? Nein. Ich wurde nämlich von selbiger getroffen und dann bin ich runtergefallen. Ja, das Arschloch war schuld. Und wegen diesem dummen Drecksack, ey. Wegen diesem dummen Tendo-Fan. Wegen diesem dummen Hasenköttel-Inhalierer bin ich jetzt Elfter geworden. Was ist er denn für ein Mi? Der kleine Schwatte da. Wie aggressiv der aussieht. Genauso sieht's in mir aus. Genau so. Spätestens seit der Yoshi-Strecke vorhin. Oh ja, hör mir auf. Die Verfolgungsjagd mit 3 oder 4 Items hinter mir. Auf der Brücke. Was? Wie heißt der Aopa? Was? Das war jetzt der Finder da. Aopa. Oh mein Gott. Aber wir werden wahrscheinlich noch länger auf Mario Kart 9 warten müssen, wenn überhaupt noch eins kommt. Mhm. Weil die müssen ja auch immer neue Ideen haben. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht gegen Ende der Switch hoffentlich noch dauern. Das wird noch dauern, weil die Switch läuft so gut, ey. Na, die Switch boomt richtig. Wir müssen eh uns irgendwann noch Rüdiger schnappen und mal so ein Jahr Nintendo Switch machen und so. So ein Special? Mhm. Und bei wem wird's hochgeladen? Bei dir. Geil, danke. Nicht gut. Oh, ist eigentlich eine interessante Idee. Da frage ich den Rüdiger halt demnächst, ob der auf sowas Bock hätte. Generell, und dann machen wir mal sowas. Ich habe Rüdiger auch schon wegen irgendwas angefragt. Weiß aber nicht mehr was, oder? Doch. Es wäre schon traurig, wenn ich schon nicht mehr wüsste, was ich habe, weil ich hab's nämlich heute geschrieben. Ach so. Ist es was Geheimes, oder? Nö, eigentlich nicht. Ich wollte fragen, ob er Lust hätte, mit mir über Nintendo Labo sprechen, weil... ja Vater von 2 kleinen Kindern und generell würde ich mal gern seine Meinung dazu wissen. Er hat getwittert, dass er es interessant findet. Ja, ich würde das halt gern mit ihm so im Video besprechen.
Naja, ich weiß immer noch nicht. Ich weiß, das ist noch nicht so ganz dein Fall. Ich bin noch deine gültig. Es ist nicht nur noch nicht mein Fall, es ist überhaupt nicht mein Fall. Na gut, okay, wenn es nicht dein Fall ist. Wie gesagt, gib mir die Anleitung aus dem Internet und ich mache mir das mit eigener Pappe. Was ich noch sagen wollte, ich finde es okay, wenn es nicht dein Fall ist, aber im Allgemeinen finde ich es nicht schön, wenn man dann gleich sagen muss, scheiße, nur weil es nicht mein Fall ist. Ich habe ja nie gesagt, dass es scheiße ist. Ich habe nur gesagt, dass ich es scheiße finde. Ja, ist okay. Weil ich habe ja schon öfter gesagt, ich bin kein Fan davon, wenn jemand verallgemeinert. Und zu sagen, das und das ist scheiße, das ist halt eine Verallgemeinerung. Das finde ich nicht cool. Dann sage ich nämlich ganz genau, dass das auch eure Meinung sein muss. Nach dem Motto, was ich sage, ist Gesetz. Genau, und sowas ist dreckig. Also ich habe kein Problem damit, wenn jemand sagt, das und das, ich finde das und das scheiße. Okay, das ist dann seine Meinung. Ich sag das generell immer so, wenn mir was nicht gefällt oder mir halt gefällt, dann sage ich immer auch, das finde ich halt ja. Oder ich find's schön. Aber die meisten mittlerweile kennen das gar nicht mehr. Das ist scheiße, ey. Ja, die denken sofort, das wäre ihre Meinung, ist es aber nicht. Ich fand das einfach wie bei Nintendo Labo, fand ich das bei manchen einfach so witzig, weil viele so gehofft haben, wo Nintendo auf der Internetseite angekündigt hat, ja, wir machen hier, wir zeigen euch gleich was Neues und so weiter. Und alle gedacht haben, boah, eine geile neue Direct, ey, da wird bestimmt, was weiß ich, Smash Bros. Wird angekündigt oder wir sehen was zu Metroid. Kein Wort von der Direct wurde da auf der Seite erwähnt. Gar nichts. Es wurde geschrieben, ja, wir zeigen euch eine neue Spiele, Innovation oder Möglichkeit, die hauptsächlich auf Kinder zugeschnitten ist. Da frage ich mich, wie kommen so viele Leute auf die Idee, dass es Direct ist, wo Smash Bros. Oder Metroid gezeigt wird? Was ich allgemein scheiße finde bei Directs, wenn man auf Twitch zum Beispiel sich das ansieht und dann den Chat da hat, jede zweite Nachricht, oh, Smash Bros., das finde ich so scheiße, ey. Als ob Nintendo nur aus Smash Bros. Bestehen würde. Es ist noch gar nicht gesagt, dass überhaupt noch mal ein Smash Bros. Kommt oder dass man 4 für die Switch macht. Das ist alles gar nicht gesagt, das ist einfach nur ein Wunsch. Ich habe mal gehört von den Smash Bros. Entwicklern, dass Smash Bros. 4 eigentlich der letzte Teil sein soll. Wollen. Vielleicht war es sogar schon bei Brawl so, keine Ahnung. Ja, Sakurai hat keine wirkliche Lust mehr. Es ist ja auch die Theorie, dass die Meisterhand eigentlich Sakurai sein soll. Ganz am Anfang im ersten noch richtig playful und so weiter. Und jetzt zum Ende hin... Und ehrlich gesagt hätte ich nichts dagegen, wenn sie mit dem Smash Bros. 4 langsam auch mal Schluss machen. Weil man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Und Smash Bros. 4 ist super genial geworden. Auf jeden Fall. Ich sag's mal so, wenn ein Port für die Switch kommt oder ein komplett neuer Teil, ich würd's begrüßen, auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt nicht so der Meinung, der jetzt sagt, boah, ich will jetzt unbedingt ein neues Smash haben oder so. Ich denke mir, wenn es kommt, dann kommt's halt. Dann freue ich mich. Ja, man kann es feiern. Aber, und wenn es nicht kommt, dann ist auch okay. Sakurai hat da was Großes geschafft mit seiner Serie. Man muss nicht noch mehr erzwingen. Wenn man etwas erzwingt, dann muss es irgendwann einfach nur noch schlecht werden. Da habe ich einen passenden Spruch dafür aus einer... Mit der Liebe ist es genauso wie mit Pupsen. Wenn man es sich erzwingt, geht's voll in die Hose. Aber es ist echt so. Es ist halt echt so. Wenn man dann drückt, hat man auf einmal das Gefühl, dass da noch irgendwas anderes ist. Man kann das verallgemeinern. Wenn man sich was erzwingen will, dann... gehen. Und außerdem besteht Nintendo nicht nur aus Smash Bros. Nintendo hat so viele coole Franchises. Ich meine, wir bekommen zum Beispiel dieses Jahr noch ein neues Yoshi, auf das ich mich sehr freue. Dann halt, wie gesagt, das Metroid Prime 4. Interessiert mich persönlich jetzt nicht so wirklich, aber ich freue mich auf jeden Fall für die Fans. Was kommt noch? Ja, das Donkey Kong Country Tropical Freeze kommt ein Port. Freue ich mich auch. Habe ich mir sogar schon vorbestellt. Mario Tennis kommt zurück, hoffentlich in gut. Ja, ich habe es mir noch nicht vorbestellt, da möchte ich noch auf Infos. Ja, ich will wissen, ob der Online-Modus gut ist.
Ja, Smash und ich wollen dann halt ein Smash und Keanu vs. The World machen. So wie wir es eigentlich schon mit dem anderen Mario Tennis da versucht haben, machen wollten. Was dann allerdings voll in die Hose ging. Ja. Super. Wegen dummen Spielentscheidungen. Die man sich überhaupt nicht erklären kann. Na, ich sag's mal so, bei Mario Tennis Aces allein, dass schon ein Story-Modus angekündigt wurde, gibt mir eine große Hoffnung, dass das Spiel gut wird. Aber wie heißt es, verkauf das Fell nicht, bevor du den Bären nicht geschossen hast. Auf jeden Was Fall ich wäre mir. es, ja. Ja, du zuerst, du Ich zuerst. wollte nur sagen, auf jeden Fall wäre es cool, wenn das Mario Tennis dann so funktioniert, wie wir es uns vorstellen. Weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Online-Matches mit Freunden im 2 vs. 2 schon sehr gut werden können. Auf jeden Fall. Ich würde es mir so ein bisschen in die Richtung wie der GameCube-Teil. Einfach richtig cool. Muss jetzt nicht 1 zu 1 so sein, aber wenigstens daran orientiert. So, und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, nochmal kurz wegen der Direct-Ankündigung und dass alle wegen Nintendo Labo so gehatet haben. Da habe ich mal ein Video gesehen von jemandem, der auch eine positive Meinung zu Labo hatte und auch erklärt hat, warum das so gehatet wurde. Also allgemein diese Neuerung, diese Neuigkeit. Weil viele sich so viel erhofft haben. Die haben ganz große Erwartungen gehabt, die richtig hochgelegt, die Erwartungen, und ja, die wurden nicht erfüllt. Und dann wurden die so enttäuscht, dass sie gesagt haben, boah, das ist scheiße, Nintendo ist scheiße, Nintendo macht nur noch Scheiße. Ich habe mir am Anfang auch gedacht, was will Nintendo damit denn Pappe zu verkaufen? Das ist doch Bullshit. Warum? Ich habe dann tatsächlich auch den Fakt ausgeblendet, dass die auch noch ein Spiel dazu holen. Allerdings glaube ich, dass das Spiel eher auf einem Niveau von One-Two-Switch ist. Mehr so eine Demo, was man so machen kann und man nicht als komplettes Spiel sehen sollte. Deshalb finde ich 40 oder 50 Euro ein bisschen zu teuer dafür. Ich finde es, wie gesagt, ich finde es angemessen. Du hast, wie gesagt, du hast da ein Spiel dabei. Halt die Warte mal, warte, Pappekuchen. ich habe einen Blitz. Wie sieht's bei euch aus? Moment, Krabbstein. Moment. Ach, setz einfach ein. Ja, ich hätte eh nicht mehr lange gewartet. So, was wollte ich sagen? Also ich finde 55 Euro, wenn es wirklich 55 Euro kosten wird, finde ich eigentlich einen angemessenen Preis. Wow. Geil. 55 Euro, meinst du denn nur das Spiel oder mit der Pappe zusammen? So, ich hoffe, ich kann jetzt fertig reden, ohne dass jetzt was dazwischen kommt. Jetzt nicht mehr. Also, wie gesagt, 55 Euro finde ich okay für das Spiel erst einmal. Und wie du schon gesagt hast, viele haben zu Anfang total ausgeblendet, dass da noch ein Switch-Spiel mit dabei ist. Und halt die Pappe. Die Pappe selbst wird nicht viel extra kosten. Ich würde mal vielleicht sagen, dass da von den 55 Euro vielleicht 5 oder 10 Euro die Pappe ist. Und Nintendo hat ja auch groß angepriesen, ja, auch das Zusammenbauen an sich gehört ja auch zu diesem Spielspaß. Und auch, dass du das auch so gestalten kannst und so weiter. Ich finde, das muss man alles in den Preis mit einberechnen. Und da finde ich 55 Euro für das Ganze eigentlich ziemlich in Ordnung. Meiner Meinung nach. Ein großes Problem, was ich da halt noch habe, ist halt der Fakt, dass man das Spiel nicht separat kaufen kann, sondern im Bundle haben muss. Natürlich, Das was willst finde du auch mit dem Spiel machen, wenn du das zusätzliche Pappzeug nicht dabei hast, was du zusammenfalten musst? Man kann die Spiele auch ohne die Pappe spielen. Naja. Also, ich sehe kein Problem, warum man die Pappe zu 100% dafür benötigt, die Spiele auch ohne Dinge zu spielen. Also Ja. das ist für mich ein super schwaches Argument. Da muss man schon ein sehr viel stärkeres bringen, um mich da in dieser Hinsicht zu überzeugen, dass man es unbedingt im Bundle haben muss. Also ich finde, man sollte das Spiel auch separat rausbringen können. Ich habe jetzt kein Wort von Chaos Ich verstanden, habe weil er so leise war. auch kein Wort verstanden. Hab nur gefragt, was der Rot, Winter auf Smash losgehen wird, obwohl ich auf einen anderen getan habe. Ach so.
ich bin ganz ehrlich, ich habe zwischenzeitlich voll vergessen, dass wir in der Aufnahme sind. Okay. Also wie gesagt, ich freue mich auf Nintendo Labo. Zusammenbasteln. Ich finde die Bastelanleitung ist richtig gut drin umgesetzt. Ich habe das mal gesehen. Das ist so in dem Spiel mit drin. Du kannst das wie so in einem Video abspielen lassen, Schritt für Schritt, und du kannst auch das Video pausieren. Du kannst sogar die Perspektive ändern, wie du willst, sodass du dir alles genau angucken kannst, wie wird das zusammengefaltet. Das finde ich richtig genial. Wie gesagt, wem es gefällt, okay. Mein Ding ist es nicht. Wie gesagt, ich gebe ihm eine Chance. Also ich finde es interessant. Wie gesagt, bei dem News-Video, was ich gemacht habe, schon als Kind habe ich sehr viel gebastelt, sehr gerne gebastelt. Da ist das, denke ich, genau auf mich zugeschnitten, mehr oder weniger. Na, ich war nie so wirklich der Basteltyp. Wenn ich halt gebastelt habe, dann war das eher dieses Lego-Basteln. Ja, auch so. Aber nie mit Papier, Schere, Pappe etc. Das habe ich dann immer nur im Unterricht gemacht in der Schule. Ja, ich habe das auch viel zu Hause gemacht, also ich denke, deswegen ist Nintendo Labo auch genau das Richtige für mich. Ja, vielleicht nicht genau das Richtige, aber wie gesagt, so ein bisschen auf mich zugeschnitten. Oh, Mega Tröte, sie bitte! Ach, nicht scheiße, erwischt. Du hast den Donkey nicht erwischt, ey. Und ich fahre natürlich hinten in den anderen rein und sau mit Platz. Vorsicht, Smashy, bleib stehen, da kommt ein blauer Panzer. Du kriegst 0 Punkte, ist auch schön. Also, wem es gefällt, okay. Hoffentlich ist die Pappe dann wirklich so stabil, wie alle sagen. Ansonsten, wenn man einmal ausrutscht oder irgendein Scheiß passiert, dann knick und kaputt. Und dann kannst du schon vergessen. Also, laut Nintendo soll die Pappe schon Ersatzservice an. Also, wenn was kaputt gehen sollte, das sie aber auch davon überzeugt sein, dass die Pappe wirklich robust ist. Und ich schenke Nintendo da mal Glauben. Auch interessant finde, was ich heute erfahren habe, du kannst dir sogar eigene Spiele ausdenken, du kannst eigene Mechaniken ausdenken, selbstgemachte Pappfiguren ausdenken und dann damit spielen, so wie du das möchtest. Also kannst du wirklich nochmal selbst was Eigenes dazu erfinden. Also da kann man doch schon ziemlich kreativ sein. Du hast nicht nur das, was in dem Set drin ist, sondern du kannst auch selbst eigene Dinge erfinden. Und ich denke, das ist auch so ein großer Reiz an diesem Nintendo, dass du da richtig kreativ sein kannst. Na, ich bin mittlerweile aus dieser Bastelzeit raus. Ich halt wahrscheinlich daran, dass ich keinen Zugang zu Kindern habe, die Spaß dran hätten. Ich denke, in diesem Fall, wenn ich in Rüdigers Schuhe stecken würde, dann wird das für mich wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen anders aussehen. Ja, aber so jetzt, ich bin nicht im Bastelfieber drin, für mich ist das einfach nichts Interessantes mehr. Ja, wie gesagt, deswegen möchte ich Rüdiger auch gern bei diesem... Und ich halt, ja, weil ich als Kind schon viel gern gebastelt habe. Und ich werde hier gerade wieder Mario Kart bis zum Gegner. Ja, kenne ich irgendwoher. Nur, dass Rüdiger die Nachricht nicht zu spät sieht, dass er mehr oder weniger rechtzeitig antwortet. Nicht, dass es Tage, Wochenlang dauert oder so. Nö, der antwortet eigentlich relativ fix darauf. Ja, natürlich, wenn ich jemanden abfallen kriegt, wäre er kommt vor. Aber wo wir jetzt auch vorhin bei Nintendo und Online und so erstmal saß, Smash Bros. View hätte noch viel besser sein können, wenn sie, Amiibo? Genau, Amiibo. Das hat man bei Mario Tennis ja hinbekommen. Da nicht... Warum, ey? Das wäre so cool gewesen, wenn du zum Beispiel ich mit meinem Lucario gegen dich, Keanu, und dein Mewtwo online im Team kämpfen könnten. Das wäre so richtig cool gewesen. Ja, aber bei Smash Bros. Haben sie es nicht hingekriegt, aber beim viel komplizierten Tennis schon. Also. So ganz verstehe ich es nicht. Ich meine, so schwer kann das ja eigentlich nicht sein. Ich meine, das sind ja eigentlich bloß die. Also in Anführungszeichen bloß die Daten. Die Daten von den Amiibos, die dort eingelesen werden, und die werden
halt online übertragen. So schwer kann es eigentlich nicht sein. Vor allem muss man ja auch noch die Positionen der Figuren berechnen auf den Spielfeldern. Und das ist beim Mario Power Tennis etwas komplizierter als bei Smash Bros. Weil beim Power Tennis hast du ja ein größeres Feld. Bei Smash Bros. Ist es eine 2D-Arena. Dementsprechend verstehe ich nicht, was da so das Problem ist, das zu berechnen. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt eher gedacht, dass bei Smash Bros. Kompliziert wäre, wegen Springen und Angreifen und den ganzen Moves, die eben diese schnelle Bewegung hätte. Ne, beim Power Tennis hast du ja eine viel größere Fläche. Halt eine 3D-Fläche, der Charakter kann sich in 3 Dimensionen. Eben. In 2 Dimensionen. Traurig. Eben. Auf jeden Fall verschwindet das Potenzial, was die Amiibos angeht. Was ich mich aber freuen würde, wenn es Mario Tennis Amiibos dann geben wird. Und ich denke mal, dass da definitiv welche kommen werden. Ich bezweifle es ehrlich gesagt ein bisschen. Ja, ich denke schon. Weil Nintendo hält sich jetzt mittlerweile ganz schön zurück. Denk mal an den Anfang zurück. Da wurden Amiibos jeden Monat... 3 oder 4 Amiibos wurden pro Monat rausgehauen, jetzt mittlerweile... Joch. Ja, weil denen die Franchises ausgehen. Das und daran liegt's. Wenn sie jetzt 10.000 neue IPs hätten, dann würden auch wieder 10.000 neue Amiibos pro Monat rauskommen. Aber die haben ja mittlerweile momentan ja nur dieselben Franchises. Mario. Mario, Pokémon, Mario, Zelda, Mario und... Du merkst, worauf ich hinaus will. Ja. Wenn sie da jetzt noch mehr holen würden, irgendwas komplett Neues? Ich hätte mir so gern Star Fox Amiibos gewünscht. Nein, die von Smash Bros. Zähle ich jetzt nicht dazu. Ja, so einen netten Arwing. Oder die Great Fox zum Beispiel. Wollten die ja machen zu Star Fox U. Die wollten einen Arwing Amiibo machen, den man umtransferieren kann in den Walker. Viel zu komplett. Umzusetzen, da habe ich mir gedacht, na toll, warum macht ihr da nicht einfach einen stinknormalen Arwing als Amiibo, ohne sich umzuwandeln? Damit hätte man vielleicht den schwarzen Arwing oder den Retro-Arwing freischalten können. Das hätte ich irgendwie ein bisschen simpler gefunden. Oder was heißt simpler? Passender halt einfach. Aber nein! Ich glaube, was viele abfeiern würden, vor allem Ryo, eine Crystal Amiibo. Definitiv. Crystal ist ja so beliebt. Aber ich finde es einfach ziemlich witzig. Crystal ist ja eigentlich kein richtiger Nintendo-Charakter, weil dieser Charakter ist ja eigentlich von Rare entwickelt. Ich weiß, Rare hat früher Spiele für Nintendo gemacht, aber du weißt... Somit müssten wir Rare eigentlich ziemlich dankbar sein für einen der beliebten. Ja, so nenne ich das jetzt einfach mal Nintendo-Charakter. Crystal ist ja jetzt offiziell ein Nintendo-Charakter. Naja, können wir mal gespannt sein, was bei den Amiibos noch so rauskommt. Dass sie sich halt so lange gehalten haben, Amiibos im Allgemeinen, habe ich auch schon öfter gesagt, dass mich das beeindruckt hat, weil früher wollten sie nur ein paar Amiibos raushauen und dann nur noch die Karten machen. Ja, aber da hat man gemerkt, oh, die Figuren sind voll beliebt, ey, also machen wir weiter, ist eine gute Geldquelle. Muss man jetzt so sagen, Nintendo ist halt eine Firma und jede Firma will eigentlich immer das Gleiche machen, Geld verdienen, klar. Es kommt darauf an, wie. Wenn ich mir mal so EA ansehe, was sie bei Star Wars Battlefront mit den Lootboxen gemacht haben. Also die haben das verdient, dass sie so einen auf den Arsch bekommen. Sagen wir mal so, ist es okay, wenn eine Firma Geld verdient? Der Art ist, oder ist es eine richtig dumme Art, dann ist es natürlich nicht schön. Ja, mit den Lootboxen, da wollten sie die Battlefront 2 Spieler einfach melken, wie Kühe. Und Disney ist, es gibt Gerüchte, dass Disney momentan am Überlegen ist, EA nun die Lizenz Star Wars wegzunehmen.
uns an eine andere Firma zu geben. Die, die es besser machen. Ja, zum Beispiel. An EA, wieso gibt man EA Rechte von so einem krassen Franchise wie Star Wars? Battlefront. Haben die auch nicht dieses dieses komische Dancing-Spiel gemacht? Mit diesem Einhorn Solo oder so ähnlich? Oder war das eine andere Firma? Das war Ubisoft. Ah, Ubisoft, okay. Ubisoft sind die Dance-Spiele. Ich hab mir das mal auf YouTube angesehen, ey, dieses Einhorn Solo. Gott, ey. Und das war noch vor einer Zeit, bevor Disney die Rechte zu Star Wars hatte. Wenn ich jetzt recht informiert bin. Eieieiei. Nein! Oh! Oh! Oh, du dummer Penner, ey. Was denn passiert? Ich weiß nicht genau, wer es war. Entweder war es ein Inkling-Junge oder ein Mii, der in einem Kostüm war. Es war auf jeden Fall irgendwas Blaues, was mich weggedrängt hat auf dem Boot. Das war wahrscheinlich so ein Sonic-Kostüm. Der hat mich... Ich bin noch auf dem Boot gelandet, aber dann hat er mich so dumm abgedrängt, dass ich die zweite Rampe... Na super. Und ich bin wieder Elfter. Oh. Ja, genau. Nimm doch das Doppel-Item weg, was ich haben wollte. Typisch. Zehnter, ey. Vierter! Ich bin hinter einem Gamer. Also. Yay, Luigi. Aber EA hat wirklich schon ziemlich viel Mist gebaut, was Star Wars angeht. Und allgemein die ganze Lootbox-Scheiße. Lootbox soll ja jetzt illegalisiert werden. Das heißt, Spiele, die das Lootbox-System haben, die müssen das dann definitiv rausnehmen, ansonsten wird es so illegal im Glücksspiel. Okay. So wie ich das verstanden habe. Die einzige Zufallsstrecke und die wird gewählt. Was hat er denn dafür Namen? Einmal Kopf auf Tastatur und fertig. Wobei, es gibt eine Tastatur, er hat wahrscheinlich... Weiß auch, der er hat einen Einjährigen ans Gamepad gelassen. Oder das, was gerade ein Babe gerade die erste Was war das denn jetzt? Gesundheit? Fragezeichen? Weiß auch, was du warst. Das war eine Sache. Was ich mich auch gerade frage, nochmal auf die Armee zurückzukommen, gibt es irgendwelche jetzt bist du unbedingt grad... kaufen würdest? Na, wie gesagt, Cloud und Bayonetta sind da zum Beispiel welche. Oder halt diese Super Metroid Amiibo da mit dieser glänzenden Rüstung, aber ich komme halt nicht dazu. Ne, ich meine nicht welche, wo existent sind, sondern Charaktere, die noch keine Amiibo-Figur haben, die ihr gerne haben würdet. Son Goku. Oh Gott. Sagen wir mal im Nintendo-Franchise-Bereich. Geil, da fällt keiner ein. Super. Nee, weil alle, die ich nennen würde, die gibt es halt schon. Ich hätte gerne Slippy Amiibo. Nee. Die würde ich dann Rüdiger auf der nächsten Retro-Börse schicken. Ich habe mal gelesen, dass die Macher von... War das Resident Evil Revelation oder so? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, aus dem Resident Evil Franchise wollten die Macher, glaube ich, auch erstmal Amiibo trauen, haben es dann aber gelassen. Die wären fucking gruselig.
Jetzt nicht von irgendwelchen Zombies, sondern von den Hauptcharakteren, die man spielen kann. Ach so. Claire Redfield. Wenn es zu spooky abknallen. Boah, ich bin mal wieder vorne, ey. Ich bin Erster, wow, was ist passiert? Ich bin zwei. Oh, das hatten wir ja schon ewig nicht mehr. Ja, wir drei vorne. Was ist passiert? Mir hat gut funktioniert. Ich hab zu spooky vor mir damit noch abgeballert. Keine Ahnung, Continue Bro und ich auch noch. Wow, ich hatte gerade so ein geiles Standbild. Ihr wisst ja beim Resultatbildschirm, dass dann kurz das Bild minimal anhält, bis dann jetzt hier die Strecken aus. Ich hatte so ein geiles Bild, ich hatte direkt einen Felsbrocken vor mir. In dieser einen Frame-Sekunde ist noch ein Felsbrocken vor meinem Gesicht aufgetaucht. So dass ich nichts mehr gesehen habe. Doch, eine Amiibo fällt mir jetzt ein. Pyra. Das hätte was. Oh ja, stimmt. Das habe ich so gehofft, dass Chronicles Amiibo-Figuren raus. Cool gewesen mit Rex, Pyra und genau, Rex Caesar. Wie hieß die eine da, wo diesen Tiger als Klinge hat? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, welche du meinst. Die hätte auch was. Mia? Nee. Ja, das waren Gegner aus Rainbow. Ist ja auch egal, wir wissen, welchen Charakter du meinst. Also, die hätten auf jeden Fall was. Und ich hoffe, dass der Online-Shop, den du da hast, halt auch diese Pyra-Figur irgendwann anbieten könnte. Weil ich will sie mir nicht extra importieren. Du meinst Kojumi, gell? Ja, genau. Die haben die Figur. Sehr cool. Im Vorbestellerbereich. Für wie viel? Ich sag's mal so, ursprünglich sollte sie 300 Euro limitiert ist, dass sie die auch wirklich aus Japan importieren mussten und es da glaube ich auch bloß eine begrenzte Stückzahl geben wird, mussten sie den Preis auf etwa 300 Euro erhöhen. What? Ja. Für die? Oh, wow, ey. Und wann kommt die nochmal raus? 2019 erst, oder? Ja, Anfang 2019 glaube ich. Nichts verspätet. Aber ich habe es mir vorbestellt. Ich will sie unbedingt haben. Ich denke, ich werde das auch mal riskieren, ey. Ich hoffe, denke, du bekommst da noch eine. Weil bei Kojumi ist es so, wer kommt, malt zuerst. Okay. 300 Euro hätte ich jetzt erstmal nicht mehr. Ich müsste auf nächsten Monat warten. Weil ich war, glaube ich, einer der Ersten, so wie ich mal mit dem einen Typ... Hat zu mir gemeint, ja, ich wäre auf jeden Fall einer der Ersten gewesen, so. Meine Chance tatsächlich hoch, dass ich eine bekommen könnte. Und da werde ich dann natürlich ein Unboxing zumachen. Ich warte jetzt einfach auf den nächsten Monat ab und hoffe mal drauf. Bei diesem Monat könnte ich das nicht mehr. Da habe ich nicht mehr das Geld. Ich tue ja auch ein bisschen drauf sparen. Also es ist jetzt nicht so, ja, ich habe jetzt den Monat mein Gehalt bekommen, davon mache ich nicht. Immer so Step by Step. Dauert ja wie gesagt noch eine Weile, bis die kommt. Wie kann man denn da bezahlen? Das frage ich mal so. Ich tue es auf, wie heißt Vorkasse, also auf Überweisung bezahlen. Und es ist so, wenn du was vorbestellst, was erst noch rauskommt, dann ist es so, dass du dann bezahlen kannst, wenn die Figur wirklich vorhanden ist, wenn sie lieferbar ist. Du kannst natürlich auch schon vorher bezahlen. Also, das heißt, wenn ich jetzt die vorbestellen würde, das Geld habe ich ja natürlich noch nicht, dann kann ich, brauche ich mir da erstmal noch keine Gedanken machen. Nö, noch nicht. Du kannst zum Beispiel jetzt vorbestellen und die nächsten 3 oder 4 Monate dafür ausgeben. Kannst du damit dann die Figur bezahlen. Kannst du mir dann flugs einen Link raufen, wenn du den noch irgendwie hast? Muss ich nachgucken. Oder du guckst einfach mal selbst auf Kojumi, gibst einfach mal Chronicles ein, dann eigentlich kommen. Game Fanshop, Merchandise, Figurenstatuen und vieles mehr. Xenoblade Chronicles hast du gesagt, soll ich da mal eingeben? Xenoblade Chronicles 2, Pyra, gib das mal ein, da müsste das eigentlich.
Ich gebe einfach Xenoblade ein. Nur 300 kostet sie da gerade. Also muss ich. Sag ich dir, um die 300 haben sie es dann erhöht. Dann muss ich mir da gleich noch einen Account machen. Ich bestell mir die. Ach, du brauchst keinen Account machen, du kannst auf Gast bestellen. Okay. Mache ich immer. Okay, interessant. Du fährst jetzt nicht mit, oder? Doch, ich fahre mit. Okay. Keine Sorge, ich habe den Sound auf meinem Ohr. Ich höre genau, was los ist. Das glaubst du oder nicht? Ich spiele mit Ingame-Sound. Also. Wie funktioniert denn das mit als Gast bestellen? Du machst einfach ganz normal, wenn die Option ja als registrierter Benutzer oder neuen Account machen oder als Gast bestellen. Das müsstest du eigentlich locker auf dem Bildschirm sehen. Ich glaube, ich mache mir da lieber einen neuen Account. Das scheint mir doch ein bisschen sicherer zu sein. Dass ich das dann auch alles einsehen kann. Glaub mir, die können das einsehen. Du bekommst auch noch den Bestellfortschritt, beziehungsweise, ja, du weißt, wie ich das meine. Mit dem Status deiner Bestellung, so, das wollte ich sagen. Da steht dann auch, ja, ist bestellt, kommt dann und dann raus und ja, warten auf Zahlung und ist unterwegs und so weiter. Das wird dann alles aufgelistet. Aha. Du kannst auch mit denen in Kontakt treten, kannst ihnen schreiben, kannst auch immer nachfragen und so weiter. Die haben das alles bei sich gespeichert, die ganzen Bestellungen. Okay. Also was das angeht, ist Kojumi eigentlich ziemlich zuversichtlich. Weil die Figur will ich schon irgendwie haben. Ich habe mir noch nie so eine teure Figur gegönnt. Das teuerste, was ich mal mir als Figur gegönnt habe, war circa, ich glaube, 100 Euro oder so. Ja, so wie ich mit der Pokémon-Statue. Hat auch so um die 100 Euro gekostet. Das war meine allererste Figur von so einer Sorte. Meine erste Figur hat direkt auch eine Besonderheit. Je nach Temperaturen ändern sich die Klamottenfarben. Oh, cool. Nein, kein roter Panzer! Oh, da hatte ich mir gewollt. Wow. Ich habe dem Inkling-Mädchen vor dem Ziel noch den Zieleinlauf vermasselt. Nee, aber ich mache mir lieber einen neuen Account. Sowas ist mir immer sicherer. Ich habe gern bei sowas einen Account. Ach Gott, da hat jetzt einer noch einen. Nein, ich will nicht zurückgehen. Kommt ein bisschen spät und die Frage habe ich, glaube ich, im Chat. In der Kommentarbox schon beantwortet. Was denn? Bei dem Unboxing-Video zu den Recken-Amiibos, wo ich gemacht habe, da habe ich jetzt eine Nachricht bekommen. Jo, da hat einer geschrieben, wie teuer ist. Vor 6 Minuten hat er das geschrieben. Wow. Die waren noch irgendwas mit 90 Euro, oder? Nein, nicht 90. Wie viel war? Ich glaube 40 Euro oder so. Irgendwo habe ich es mal beantwortet. Keine 90 Euro, mein Gott. Ich meinte. Hallo? So. Ich meinte, die wären relativ teuer gewesen in einem Bundle. Höchstens vielleicht bei Drittanbietern. Aber beim Mediamarkt habe ich. Entweder waren es 40 oder 5? Ich würde mal sagen, zwischen 40 oder 60. Nicht mehr. Keine 90. Okay. Wir Endsmell und ihn die ganze Zeit und es ist eigentlich Chaos sei der Aufnahme und er melden kann gar nichts sagen. Ja. Ja. Okay. Nee, sag mal Chaos, hast du auch irgendwelche Figuren oder Sammelzeug in deinem Zimmer? Figuren? Nein. Oh. Wir zählen jetzt auch mal Amiibos dazu. Figuren. Amiibos auf Pause. Also bei dir ist es still, was sowas angeht. Das ist irgendwie schade. Kein Interesse an sowas? Weiß noch nicht.
Ich finde das witzig, in einem Video hat mich mal eine Bekannte ange... wo sie mich gefragt hat, wie viele Amiibo-Figuren habe ich. Ich habe es echt mal gezählt. Ich hätte eigentlich bloß schreiben müssen, ja, alle, die bis jetzt rausgekommen sind hier bei uns in Deutschland, aber ich habe es mal gezählt und das sind tatsächlich 152 Amiibo-Figuren. What the fuck? Aber das sind natürlich auch die, die es eigentlich hier nicht gibt, ausländische, oder? Von den ausländischen, die es bei uns nicht gab, habe ich bloß die Monster Hunter Story Amiibos, was ich ein bisschen komisch finde, weil ich meine, das Spiel ist bei uns erschienen, aber die Amiibos, nee, die habe ich mir dann halt auch bei Kojumi bestellt. Okay. Ja, ich war mir eigentlich recht sicher, yo, das Spiel kommt raus, kommen auch bestimmt die Amiibo-Figuren ab. Was wolltest du sagen? Wie viele waren das von Monster Hunter? Moment, da muss ich mich nur kurz rumdrehen. 6 Stück tatsächlich. 5 große, also Monstern mit Reitern drauf, die du sogar abnehmen kannst und andere. Und eben diese kleine Katze. Also sind schon ein paar. Wow. Sind aber auch cool, ey. Die sind wirklich einer der größten. Und vom Detailheitsgrad und so weiter finde ich auch richtig nice. Also gehört meiner Meinung nach in jeder Amiibo. Welche ich halt auch noch gern hätte, wäre diese Box-Box-Boy Amiibo-Figur, aber die ist ja. Jetzt hatte ich fast meine Adresse falsch geschrieben. Nee, die Hausnummer gehört da nicht hin, sondern nicht hier hin. Sicher. Was ich jetzt gerade erst sehe, also dieses Unboxing-Video mit den Recken-Amiibos, das ist mein erfolgreichstes Video. Wow. Das hat 2793 Aufrufe, 40 Daumen hoch, 6 runter und 13 Kommentare. Nicht schlecht. Das hat mich auch ganz schön verwundert. Aber gut, mir soll's recht sein. Ich sag's immer wieder, bis zum 20. bin ich noch Partner, dann nicht mehr, dann ist mir auch relativ egal. Ich habe eh nie wirklich Geld verdient. Das Geld, was ich pro Monat eingenommen hat, hat immer für eine Tüte Gummibärchen oder so gereicht. Wow. Also man verdient da nicht wirklich was. Das lohnt sich mittlerweile nicht mehr, wenn man nicht mindestens 100.000 Abonnenten hat, die auch regelmäßig zusehen. Ich weiß ja nicht, wie viel man genau da verdient, und da darfst du, glaube ich... Momentan, also darf ich es noch nicht. Sobald der Vertrag ausläuft, habe ich damit kein Problem mehr. Aber zu sagen... Ich glaube mal, so etwas gehört zu haben, dass man pro Klick, glaube ich, bloß 0,001 also wirklich nur ein paar mickrige Cents. Es ist wirklich sehr wenig. Und wie gesagt, das rechnet sich halt alles der View hoch. Deshalb Leute wie Rüdiger oder ich, die könnten da nichts verdienen. Könnte nicht von leben. Nö. Richtig von leben kann man nur, wenn man mehrere Millionen hat. Und die auch relativ häufig zusehen. Wenn du mehrere Millionen Abonnenten hast und pro Video mehrere hundert... Genau, nur dann Es sind ja die Klicks, die das Geld bringen, nicht irgendwie die Daumen hoch. Nein, nein, es sind die Klicks. Mal sehen. Ich finde das so geil mit diesem Unboxing. Video, meine Standardzahl liegt im Video, wenn ich Glück habe mit 60. Und das hat einfach mal über fast 3000 Aufrufe, ey. Okay, ich kann es mir nicht mehr bestellen. Ist nicht mehr vorhanden, ne? Ne, leider sind nicht mehr alle Artikel in der gewünschten Stückzahl vorhanden. Ach, fickt euch doch, ey.